Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Michael Will spielen. Ich bin Michael Will und das hier, das ist ein Bergsteigerspiel. Vielleicht das erste seiner Art. Das heißt Gipfel, Aufstieg in eisige Höhen, stammt aus der Feder von Conor McGoey, ist im Schwerkraft Verlag erschienen, ist für 1-6 furchtlose Bergsteiger ab 14 Jahren empfohlen und es dauert 20-30 Minuten pro Spieler. Dieses Spiel haben wir tatsächlich im Spieledealer unseres Vertrauens stehen sehen und ich mochte das Artwork, ich mochte die Idee des Bergsteigerspiels und es ist sowohl solo als auch kooperativ als auch kompetitiv zu spielen und das waren super viele Argumente, wo ich mir wirklich gedacht habe, der Inhalt von dieser Schachtel scheint mir schon ziemlich spannend zu sein. Deswegen haben wir es uns geholt, wir haben es für euch getestet, jetzt gibt es eine kurze Regelerklärung und im Anschluss danach wie immer ein kleines Resümee. Viel Spaß dabei! Hey! Die Regelerklärung von Gipfel beginnt natürlich wie bei den meisten Spielen einfach mal damit, dass man zuerst das Spielbrett auslegt. Beim Spielbrett gibt es schon eine Besonderheit, denn dieses Spielbrett ist zweiseitig. Auf der einen Seite ist die Karte für ein Solospiel und für ein kooperatives Spiel. Das ist die Seite, die wir hier auch ausgelegt haben, denn ich habe euch hier mal ein Zwei-Personen-kooperatives Spiel aufgebaut. Diese Seite erkennt ihr daran, dass sie zum einen hier oben in der rechten Ecke dieses Händeschütteln-Symbol hat. Das steht für ein kooperatives Spiel. Und hier auf der rechten Seite ist noch die Sherpa-Leiste. Das heißt, jeder Spieler hat in der Farbe seines Spielertableaus hier drüben auch noch ein Sherpa-Feld. Was dieses Sherpa-Feld bedeutet, das erkläre ich euch gleich. Als nächstes brauchen wir natürlich für unseren Aufstieg ein Basislager. Das Basislager ist hier so ein Feld, was man hier auf den Spielplan legen kann. Wenn man das zu 1, 2 oder 3 Personen spielt, gibt es ein Basislager. Für 4, 5 und 6 Personen gäbe es direkt auf gleicher Höhe ein zweites Basislager. Wir spielen nur zu zweit, deswegen gibt es nur ein Basislager. Und mit der Position des Basislagers kann man auch gleich den Schwierigkeitsgrad definieren. Hier drüben, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwer zu sehen, gibt es so verschiedene Symbole, die die verschiedenen Schwierigkeitsgrade repräsentieren. Hier haben wir jetzt den grünen Schwierigkeitsgrad. Das ist quasi das Einfachste. Ich kann mit diesem ganzen Basislager aber auch eine Ebene weiter zurückgehen. Dann sind wir bei Blau. Und natürlich, je weiter ich mit meinem Basislager nach unten gehe, also mich entferne vom Gipfel, desto schwieriger wird dieses Spiel. Wir machen jetzt aber eine einfache Partie. Das heißt, wir packen unser Basislager jetzt genau auf die Höhe dieser grünen Markierung. Auf das Basislager stellen wir auch die beiden Figuren, die wir dazu bekommen haben, einen grünen und einen blauen Spieler. Das nächste, was vorbereitet wird, ist hier ganz unten links der Schneesturmmarker. Auch für den Schneesturmmarker gibt es hier eine Schwierigkeitsangabe. Je weiter der unten beginnt, desto leichter wird das Spiel. Auch hier wieder eine grüne Markierung, so wie bei unserem Basislager. Das heißt, dieser Schneesturmmarker kommt hier unten auf das letzte Feld. Dann wird ein einfaches Spiel vorbereitet. Passend zu den anderen Markierungen hier für das Basislager geht es hier natürlich auch weiter nach oben. Und wenn man ein ganz schwieriges Spiel haben möchte, dann würde man eben gleich hier oben starten. Wir starten aber, wir machen ein einfaches Spiel, erstmal ganz hier unten. So, und was wäre ein Bergsteigerspiel ohne einen Gipfel? Auch für den Gipfel gibt es hier ein ganz besonderes Plättchen. Es gibt zwei verschiedene Gipfelplättchen, nämlich auch wie beim Basislager. Wenn man 1, 2 oder 3 Mitspieler hat, gibt es diesen schmalen Gipfel. Es gibt aber auch noch ein zweites Plättchen mit einem breiteren Gipfel. Der wird dann benutzt, wenn man mit 4, 5 oder 6 Spielern spielt. Der Gipfel wird natürlich hier oben hingelegt und ist das Hauptziel, was es zu erreichen gibt bei unserer Bergpartie. Wenn man das jetzt alles gemacht hat, bekommt noch jeder Spieler 3 solche Handplättchen.
auf die Hand. Wenn man kooperativ spielt, behält man die auch nicht geheim auf der Hand, sondern kann die offen vor sich auslegen, weil im kooperativen Spiel versucht man ja einen gemeinsamen Weg zum Gipfel zu finden. Und diese dreieckigen Plättchen sind dann tatsächlich die Puzzleteile, mit denen wir unseren individuellen Weg nach oben zum Gipfel zusammen puzzeln werden. Was die für Eigenschaften haben und welche verschiedenen Handplättchen es gibt, das erkläre ich euch gleich nochmal ausführlicher. Warum liegen jetzt bei meinem Mitspieler hier drüben 4 Handplättchen? Der Mitspieler da drüben hat einen zusätzlichen Ausrüstungsgegenstand, der seine Gesamthandplättchenzahl um 1 erhöht. Deswegen darf er 4 Plättchen haben und ich habe nur 3. Zu den Ausrüstungsgegenständen komme ich aber auch gleich nochmal separat. Dann wird der Ereigniskartenstapel abgelegt. Das ist dieser blaue Kartenstapel hier oben und auch den kann man anpassen an die aktuelle Situation. Man kann entweder schwere Karten da noch mit reinlegen. Die sind mit 2 schwarzen Rauten markiert. Die machen das Spiel schwieriger. Oder es gibt auch noch Karten mit Sonnentagen. Und wie Sonnentag schon klingt, das ist natürlich eine sehr einfache Ereigniskarte. Damit kann man auch den Ereigniskartenstapel noch leichter machen. Also eine dritte Möglichkeit, um den Schwierigkeitsgrad dieses Spiels anzupassen, direkt über diese Ereigniskarten. So, und dann bekommt jeder Spieler noch ein Spielertableau. Und dieses Spielertableau, da werde ich euch jetzt mal hier mal Close-up 1 zeigen. Denn dieses Spielertableau ist an sich schon eine totale Sensation. Also, zum einen hat man hier ein Foto und einen Namen mit allen möglichen Daten zur jeweiligen Figur. Hier unten hat man dann die Flagge, das ist also jetzt quasi ein amerikanischer Landsmann. Und dann haben wir hier 5 verschiedene Tracks, die wir verfolgen auf diesem Charaktertableau. Der erste Track, das ist der Proviant. Der geht von 1 bis 10. Der zweite Track ist der Sauerstoff. Der geht von 1 bis 7. Dann haben wir das Gewicht. Das Gewicht geht von 1 bis 7. Dann haben wir insgesamt die Gesundheit. Die geht in anderer Reihenfolge von 10 bis 1. Und der letzte Track hier unten, das ist die Bewegungsgeschwindigkeit. Die geht von 6 bis 1. Tatsächlich hat dieser Plan hier auch solche Mulden, also wirkliche Aussparungen, in die dann die Würfel als Zählelemente eingelegt werden. Und das ist natürlich sehr praktisch, das haben sie sich ein bisschen von Scythe abgekupfert. Denn wenn da so Honks wie ich öfter mal hinstoßen im Laufe des Spiels, dann verrutschen diese Würfel nicht. Das heißt, die bleiben da relativ sicher liegen. Das ist eine ziemlich coole Geschichte. Noch cooler als diese Mulden ist aber die Art und Weise, wie diese Tracks hier ineinander greifen. Schauen wir uns mal den Proviant an. Angenommen hier, wir hätten mal einen Proviant von 5. Dann würde hier im Feld 5 so ein Würfelchen drin liegen. Wenn ich jetzt Proviant esse, also Nahrung zu mir nehme, dann würde ich diesen Würfel von der 5 auf die 4 zurückziehen und würde dabei so ein Handelfeld überqueren. Und das Handelfeld bedeutet, ich werde natürlich auch leichter. Wenn ich Nahrung zu mir nehme, werde ich leichter. Und das bedeutet, ich würde jetzt hier runtergehen in den Track des Gewichts und würde auch meinen Gewichtswürfel 1 von rechts nach links bewegen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel vorher auf der 4 stand und jetzt dieses Bewegungssymbol überquere beim Versetzen des Würfels, würde auch meine Bewegung 1 von rechts nach links wandern. Bedeutet, ich esse eine Nahrung, damit werde ich leichter, damit kann ich mich ein Feld weiter bewegen. Deswegen ist zum Beispiel die Gesundheit und die Bewegung hier unten auch umgekehrt nummeriert, denn wenn ich Gesundheit verliere, werde ich natürlich auch langsamer. Wenn ich aber Gewicht verliere, werde ich schneller. Und diese Zusammenhänge zwischen den einzelnen Tracks, das haben sie mit diesem Spielertableau wirklich sensationell gelöst. Also das ist ein wirklich ganz, ganz cleveres System. Dann, hier oben steht noch eine Fähigkeit, das habe ich euch noch nicht gesagt. Also der Vince Mirabelli, der Amerikaner, der hätte jetzt hier die Fähigkeit, in deinem Zug kannst du auf die Bewegung verzichten, um entweder 2 Proviant oder 2 Sauerstoff zu erhalten. Das ist natürlich später im Spiel ganz spannend. Wir spielen es ja kooperativ. Das heißt, diese Fähigkeiten hier oben sind dann im Zusammenspiel, um gemeinsam den Gipfel zu erreichen, sehr, sehr wichtig. So, jetzt geht es natürlich darum, wie werden denn jetzt diese einzelnen Würfel hier auf diese Tracks gestellt? Ich zeige euch das mal anhand meines Charakters. Man kann nämlich jetzt entweder sich diesen Charakter selber zusammenstellen und auch aus den vorgegebenen Gegenständen sich ein paar aussuchen, das Gewicht eintragen und so weiter. Aber
Wir wollen ja schnell loslegen. Und für all die Ungeduldigen, und da gehören wir ja dazu, gibt es nämlich hier in der Anleitung eine Tabelle. Und hier gibt es für jeden Spieler eine Schnellstarteinstellung. Also, der blaue Spieler, meiner, der hat jetzt zum Beispiel 6 Proviant, 2 Sauerstoff, 4 Gewicht, die Gesundheit steht auf 11 und die Bewegung steht auf 5. Außerdem bekommt er 2 Gegenstände, nämlich den Eishaken und die Trekkingstöcke. Und genau das haben wir hier schon mal vorbereitet. Ich zeige euch das jetzt mal hier. Ich habe hier auf diesem Charaktertableau schon meine Würfelchen alle gelegt, so wie die Anleitung sie vorgesehen hat, dass ihr auch mal seht, wie das dann hinterher im Spiel aussieht. Und zusätzlich habe ich 2 Gegenstände bekommen. Nämlich einmal die Trekkingstöcke. Achtung, das ist jetzt hier zum Beispiel schon ein Gegenstand, der ein Gewicht hat. Hier oben so eine Hantel. Die Trekkingstöcke haben auch eine Funktion. Erhöhe deine Bewegungsrate um 1. Erhöhe deinen Bewegungsratenverlust bei den Ereignissen Rutschpartie, Absturz oder der Karma-Karte Unfall um 1. Das ist die Funktion meiner Trekkingstöcke. Und ich habe einen Eishaken bekommen. Wirf diese Karte ab, um einen Eishakenmarker auf dein aktuelles Eisplättchen zu legen. Was ein Eisplättchen ist, erkläre ich euch gleich. Alle Spieler können beim Bewegen auf diesem Plättchen ihre Bewegung um bis zu 2 erhöhen. Das ist natürlich sehr geil, denn auf einem Eisplättchen ist die Bewegung normalerweise extrem verlangsamt. Wenn ich da aber drauf klettere und einen Eishaken in die Wand schlage, dann können alle, die nach mir kommen, das benutzen und können sich schneller bewegen in dieser Eiswand. Also, sehr coole Gegenstände. Und genauso hat natürlich auch mein Mitspieler auf der anderen Seite Gegenstände bekommen, die ebenfalls Einfluss haben auf sein Tableau. Ich habe es euch ja schon gesagt. Er hat zum Beispiel Karten und Tabellen. Und dieser Gegenstand führt dazu, dass er 4 Handplättchen in der Hand haben darf, während ich davon nur 3 habe. Außerdem bekommt jeder Spieler noch einen Sherpa zur Seite gestellt. Und dafür gibt es hier drüben diese Sherpa-Leiste. Ich habe hier einen blauen Sherpa. Mein Kollege von drüben hat einen grünen Sherpa. Und die Sherpas haben jetzt noch 6 Einheiten Sauerstoff und 11 Einheiten Proviant dabei. Beide. Und ich kann natürlich im Laufe des Spiels auch auf die Ressourcen, die der Sherpa mit sich trägt, zugreifen. Zudem, und das gehört jetzt auch zum einfacheren Aufbau des Spiels, hat auch jeder Sherpa noch 2 zufällig ausgewählte Gegenstände bei sich, die ich mir natürlich auch im Laufe des Spiels vom Sherpa holen kann. Wie das funktioniert, sage ich euch dann aber gleich, wenn wir die Abwicklung einer Runde behandeln. Dann bekommt jeder Spieler, wir sind ja jetzt im Aufbau schon ziemlich weit, was jetzt jeder Spieler noch bekommt, ist noch so eine Spielzugkarte. Und auch diese Spielzugkarte gibt es in 2 verschiedenen Seiten. Hier oben dieses Gewinnersiegel, das ist die Version für das kompetitive Spiel, wenn man gegeneinander spielt. Wir brauchen die Seite mit den geschüttelten Händen, mit den schüttelnden Händen hier oben. Das ist nämlich die Seite für das kooperative Spiel. Hier steht nochmal die Zusammenfassung drauf, was man denn während seiner Spielrunde alles so tun kann. Braucht man vielleicht nur in den ersten Partien, aber wir wollen es ja lernen und deswegen ist so ein Spickzettel hier grundsätzlich schon mal nicht verkehrt. So, dann liegen hier noch Zahlenplättchen auf meiner Seite des Spielplans und die Zahlenplättchen gehen von 1 bis 5. Die sind jetzt dazu da, wenn man denn in der Wand unterwegs ist und schon wirklich am Klettern ist, dann hat man auch die Möglichkeit, entweder Sauerstoff oder Gegenstände abzulegen, um die einem Spieler zu hinterlassen, der nach einem den Berg hochsteigt. Und damit man diese Karten, die ja diese Gegenstände ausmachen, hier nicht einfach auf den Spielplan legt, kann man dann diese Karte hier an den Rand legen, die entsprechende Zahl nehmen und diese Zahl dann auf das jeweilige Plättchen legen, damit der Spieler, der nachkommt, weiß, hoppla, da liegt ein Gegenstand, derjenige, der vor mir geklettert ist, da zurückgelassen hat und darf den dann auch dementsprechend aufnehmen. Dazu liegen dann hier diese Zahlen. Und das letzte Element, was ich euch noch zeigen kann, ist hier dieser Marker für den aktiven Spieler. Das ist auch sehr clever, weil alleine dieser aktive Spielermarker hat schon eine Funktion. Es gibt davon eine ganze Menge verschiedene. Und vor dem Spiel einigen sich dann alle Mitspieler, welchen dieser aktiven Spielermarker sie denn mitnehmen wollen. Dieser Erste-Hilfe-Kasten hier hat zum Beispiel die Funktion, dass man einmal während der ganzen Spielpartie 2 Gesundheitspunkte regenerieren kann. Also wirklich jeder, die Spieler können gemeinsam abstimmen und können sagen, hey, uns geht's gerade ziemlich dreckig, lass uns doch mal die Funktion dieses aktiven Spielermarkers ausführen. Und dann darf einmal im Spiel diese Aktion gestartet werden. Und wenn wir jetzt
dieses Erste-Hilfe-Paket mitnehmen, bedeutet das, wir dürfen eben 2 Gesundheitspunkte regenerieren. Den stelle ich mir jetzt hier einfach mal hin, weil ich möchte jetzt natürlich der aktive Spieler sein und mit dem Spiel auch beginnen. Und damit, hoffentlich, habe ich jetzt nichts mehr vergessen. Und der Aufbau des Spiels ist damit erledigt und wir können mit dem eigentlichen Spiel beginnen. Ich habe den aktiven Spielermarker, das heißt, ich würde jetzt einfach mal anfangen. Was dürfte ich jetzt tun? Das Erste, was ich tun dürfte, ist, dass ich mir aus 4 verschiedenen Aktionen eine aussuchen darf. Und die erste Aktion ist die Bewegung. Das ist das, was wir wahrscheinlich am häufigsten machen werden. Dazu werfe ich einen Blick auf mein Spielertableau und mein aktueller Würfel hier in dieser Bewegungsspalte steht gerade bei 5. Das heißt, ich darf 5 Felder mich weit bewegen. Und jetzt kommen diese Plättchen hier ins Spiel. Ich kann mir jetzt aus diesen Plättchen hier so einen Weg basteln. Das muss natürlich alles schön zusammenpassen. Und kann mir hier einen Weg legen. Und ihr seht schon, auf diesen einzelnen Plättchen gibt es verschiedene Seile. Und diese Seile haben Knoten. Und jeder dieser Knoten ist quasi ein Feld, was ich ziehen kann. Also ich darf 5 Felder ziehen. Ich hätte jetzt mal dieses Plättchen hier angelegt und darf jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Felder ziehen. Damit wäre meine erste Aktion schon erledigt. Das heißt, ich gucke auf mein Charaktertableau, wie weit darf ich ziehen, lege mir ein entsprechendes Plättchen hin. Die müssen natürlich alle zusammenpassen, also lange Seite an lange Seite oder eben kurze Seite an kurze Seite. Das ist irgendwie logisch, dass das alles zusammenpassen muss. Wobei, wohlgemerkt, die Seile nicht immer alle zusammenpassen müssen. Ich bin ja dafür verantwortlich, wie ich meine Seile spanne und wenn die Seile dann mal keine durchgehende Strecke ergeben, habe ich halt eine blöde Karte gelegt, aber ich könnte es tun. Aber so wird dann dieser Weg aus diesen Handplättchen gepuzzelt und man legt sich individuell einen Weg zum Gipfel. Das ist die erste Aktion. Also ich könnte mich bewegen. Dann habe ich noch 3 weitere Aktionen, die ich jeweils ausführen kann, wenn ich auf meine Bewegung verzichte. Also ich kann auf meine Bewegung verzichten und kann meine 3 Handplättchen komplett austauschen. Angenommen, die Handplättchen, die ich hier habe, sind alle blöd. Da kann ich sagen, nee, ich bewege mich jetzt mal nicht. Nehme die, lege sie ab und ziehe aus dem Vorratsstapel 3 komplett neue Handplättchen. Das ist die Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist, irgendwann im Laufe des Spiels kann es sein, dass ich irgendwelche Plättchen oder irgendwelche Marker auf meinem Charaktertableau liegen habe. Das sind meistens irgendwelche Einschränkungen. Meinetwegen, ich bin verletzt oder ich habe eine Erfrierung oder irgendwie sowas. Dann kann ich auch auf meine Bewegung verzichten und kann versuchen, diesen Effekt zu eliminieren. Dazu muss ich diesen sensationell gestalteten blauen Würfel würfeln. Dieser Würfel hat natürlich 6 Seiten und auf 4 Seiten davon ist so ein Bergsymbol und 2 sind leer. Den würde ich dann würfeln. Wenn es mir gelingt, einen Berg zu würfeln, dürfte ich diesen Effekt entfernen. Wenn ich eine leere Seite würfle, habe ich Pech gehabt, dann habe ich meine Bewegung verloren und der Effekt bleibt weiterhin bestehen. So kann es halt passieren, dafür würfelt man ja. Das ist die zweite Möglichkeit, die ich machen kann. Und die dritte Möglichkeit, ich verzichte auf meine Bewegung und ich tausche mit meinem Sherpa. Ich kann mit meinem Sherpa entweder Proviant oder Sauerstoff oder tatsächlich auch einen der Gegenstände tauschen oder sogar mehrere Gegenstände tauschen. Grundsätzlich darf ich so viele Gegenstände mitführen, wie ich möchte. Ich muss aber natürlich aufpassen auf mein Gewicht. Denn ich habe hier zum Beispiel einen Gegenstand, das ist der Behelfsschlitten, der wiegt 2 Gewichtseinheiten. Ich müsste also quasi hier meinen Gewichtsmarker 2 Felder nach links bewegen und das würde mich aber auch gleich eine Bewegung kosten. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich kann ich, wenn ich auf meine Bewegung verzichte, auch mit meinem Sherpa tauschen und Gegenstände hin und her geben. Das war quasi die erste Phase meines Zugs. Und wenn ich die abgewickelt habe, dann muss ich noch mehrere Dinge tun. Zum einen muss ich diesen Ereigniswürfel würfeln. Das ist derselbe blaue Würfel, mit dem ich diese Effekte eliminieren kann. Den würfel ich. Wenn das so ist wie jetzt, dass ich einen Berg gewürfelt habe, dann ziehe ich die oberste Karte auf diesen Ereignisstapel und muss dieses Ereignis quasi abarbeiten. Diese Karte heißt kluger Sherpa. Ignoriere diese Karte, falls du keinen Sherpa hast. Das können wir weglassen, weil wir haben ja einen Sherpa. Lege sie auf einen Gegenstandsplatz deines Sherpas. Dafür kannst du einen Gegenstand liegen lassen, wenn nötig. Solange dein Sherpa diese Karte hat, ist dein Handlimit für Plättchen um 2 erhöht.
Das ist natürlich klasse. Also da würden wir jetzt einen der Gegenstände, die mein Sherpa gerade mit hat, auf das Feld legen, auf dem ich gerade stehe, wie ich es euch vorhin erklärt habe, hier mit diesen Zahlenkarten. Dafür nehmen wir diese kluge Sherpa-Karte mit und ich dürfte mein Handkartenlimit von 3 auf 5 Karten erhöhen. Das ist natürlich klasse. Hier unten steht dann immer noch so ein bisschen Flavortext. Jahrelange Klettertouren haben die Routen eingefräst, vorausgesetzt, man kann sich an sie erinnern. Und solche, das ist natürlich jetzt schon eine sehr schöne Aktionskarte. Da gibt es natürlich noch viel spektakulärere mit Abstürzen und Erfrierungen und weiß der Geier was alles. Da hatten wir jetzt Glück und haben wirklich eine gute Aktionskarte gezogen. Die nächste Aktion, die ich dann machen muss, ist, dass ich diesen Wetterwürfel würfle. Den zeige ich euch mal hier in groß. Der hat eine Sonnenseite. Wenn ich die würfle, ist alles gut. Dann haben wir einen sonnigen Tag und beste Verhältnisse zum Klettern. Wenn ich eine Seite würfle, auf der eine Schneeflocke zu sehen ist, dann haben wir leichten Schneefall. Leichter Schneefall bedeutet, wir müssen ein bisschen chillen und wir müssen vor allen Dingen einen Proviant zu uns nehmen. Wichtige Info nebenbei, wenn ihr irgendwann mal aufgefordert werdet, Proviant zu euch zu nehmen und ihr habt keinen mehr, dann verliert ihr sofort einen Gesundheitspunkt. Das gleiche gilt auch, wenn ihr Sauerstoff braucht. Kommen wir gleich noch dazu. Dann hat dieser Würfel noch eine Seite, da sind 2 Schneeflocken drauf. 2 Schneeflocken bedeuten, logischerweise, man muss 2 Proviant zu sich nehmen. Gilt die gleiche Regel, wenn ihr keinen Proviant mehr habt, verliert ihr 2 Gesundheitspunkte. So, das Worst-Case-Szenario ist, wenn ihr diese Würfelseite würfelt mit den 3 Schneeflocken und dem Zelt, dann seid ihr nämlich auf dem Berg in einen Schneesturm geraten. Und dann passiert Folgendes. Dann wird dieser Schneesturmmarker hier um ein Feld nach oben gezogen und alle Mitspieler, also nicht nur der, der gewürfelt hat, alle Mitspieler müssen das machen, was hier in diesem Feld abgebildet ist. Also, das ist jetzt hier in der ersten Stufe nur, dass man einen Proviant essen muss. Jeder. Nächste Stufe, wieder einen Proviant essen. Nächste Stufe, jeder muss 2 Proviant essen. Und so geht es weiter nach oben, bis man auch mal Sauerstoff verbrauchen muss. Dann muss man 2 Sauerstoff und 2 Proviant verbrauchen. Und wenn es tatsächlich so weit kommt, dass dieser Schneesturmmarker mal hier oben auf dem Totenschädel ankommt, dürft ihr mal raten, was dann passiert? Dann erfrieren wir leider alle direkt am Berg und haben das Spiel auch alle zusammen verloren. Also das sollte man tunlichst vermeiden. Aber solange man das nicht zu oft würfelt, ist auch noch alles im grünen Bereich. Wenn man dann den Aktionswürfel gewürfelt hat, den Wetterwürfel gewürfelt hat, dann gibt es nur noch eins zu tun, genauer gesagt gibt es noch 2 Dinge zu tun. Dann füllt man nämlich seine Handplättchen wieder auf bis zum Handkartenlimit. Also ich hätte jetzt netterweise 5, das heißt ich dürfte bis auf 5 Plättchen aufziehen. Mein Mitspieler hat sowieso 4, der darf dann auf 4 Plättchen wieder aufziehen. Also wenn man dann fertig ist mit seiner Runde, schaut man, dass man wieder genug Handplättchen in der Hand hat. Und dann hier oben ist noch ein Marker, den ich euch noch nicht erzählt habe, das ist die Tageszeit. Am Anfang, wenn man ein Einsteigerspiel spielt, sollte man noch auf die Tageszeit verzichten. Normalerweise, wenn alle Spieler einmal dran waren, wird dieser Tageszeitenmarker um 1 Stunde weitergezogen. Das hat den Sinn, dass es zum einen am Schluss eine spezielle Wertung gibt, je nachdem wie viel Zeit man braucht für seinen Weg zum Gipfel. Und ab 19 Uhr beginnt quasi die Nacht. Die geht bis früh um 4 oder bis früh um 5. Und während der Nacht ist euer Bewegungsradius halbiert. Das heißt, in der Nacht dauert der Aufstieg natürlich aufgrund der erhöhten Schwierigkeit noch länger. Und diesen Marker zieht man dann auch, wenn quasi alle einmal rum waren und wenn jeder einmal an der Reihe war. So, und das Letzte, was man dann tut, wenn man mit seiner ganzen Aktion fertig ist, ist, dass man diesen aktiven Spielermarker nimmt und zum nächsten Spieler rüberreicht, damit der dann weiß, dass er derjenige ist, der weiterspielen kann und das ist dann derjenige, der den nächsten Zug durchführt. Was ich euch jetzt noch mal ausführlicher erklären möchte, ist die Geschichte mit diesen Plättchen. Denn es gibt von den Plättchen 3 verschiedene Typen. Das hier ist ein Standardplättchen. Das erkennt ihr daran, dass auf diesem Plättchen eine braune Schnur gespannt ist. Das ist ein ganz normales Stück Berg, also eigentlich ein einfaches Stück Berg. Dann gibt es ein Eisplättchen. Die Eisplättchen sehen so aus. Die sind noch nicht wirklich viel anders. Das einzige Thema ist nur, ihr seht es hier schon, hier sind blaue Stricke gespannt. Das ist mal der eine Unterschied. Und es gibt wesentlich mehr Knoten auf diesen Feldern. Das bedeutet, man braucht natürlich, wie im richtigen Leben, beim Klettern durch eine Eiswand wesentlich länger,
als wenn man einen ganz normalen Hang hochsteigt. Das ist quasi die Schwierigkeit an diesen Eisplättchen. Und dann gibt es noch Plättchen mit einer gelben Schnur. Und diese gelbe Schnur, das sind Plättchen, auf denen ist dünne Luft. Und jedes Mal, wenn ich mit meiner Figur dieses Plättchen betrete, muss ich einen Sauerstoff verbrauchen. Hier gilt das Gleiche wie mit dem Proviant. Wenn ich keinen Sauerstoff habe, dann verliere ich sofort eine Gesundheit. Ich muss auch, wenn ich mich dann auf diesen Plättchen hin und her bewege, nicht nochmal einen Sauerstoff verbrauchen, sondern nur, wenn ich ein Plättchen mit dünner Luft betrete, dann muss ich sofort einen Sauerstoff verbrauchen. Aber wichtig, wenn ihr einen Sauerstoff verbraucht oder wenn ihr einen Proviant verbraucht, müsst ihr natürlich hier dran denken, euer Würfelchen in die richtige Richtung zu bewegen, weil damit werdet ihr natürlich leichter und gewinnt eventuell wieder Bewegungsradius. Also, das sind die drei Typen von Handplättchen, aus denen man sich den Weg zum Gipfel zusammenpuzzeln kann. Eine Geschichte ist noch ganz wichtig, die wollte ich euch noch zeigen. Dafür lege ich jetzt mal hier schnell mal einen Weg aus, damit ich euch das hier mal demonstrieren kann. So. Jetzt ist es ja beim Bergsteigen so, dass ja so eine Seilschaft eine ganz große Kameradschaft ist, wo man sich ja auch gegenseitig hilft, um zum Gipfel zu kommen. Und dafür gibt es auch hier eine Regel, die das wirklich ganz, ganz schick umsetzt. Wenn ich jetzt nämlich hier schon irgendwo in der Wand hänge mit meinem Spielstein und jemand klettert mir hinterher, dann darf der das Feld, auf dem ich stehe, einfach überspringen. Also dieses Feld wird für ihn nicht gewertet. Würde natürlich bedeuten, dass wenn hier entsprechend mehr Spieler sind, ich natürlich in meinem Zug auch mehr Felder überspringen kann. Und deswegen, wenn wir hier in so einem ganzen Tross direkt nacheinander hochsteigen, natürlich insgesamt man viel schneller vorwärts kommt, als wenn man nur alleine klettert. Also nicht vergessen, wenn man zieht, darf man Felder, auf denen ein Mitspieler steht, tatsächlich einfach überspringen und muss dieses Feld nicht mitzählen. So, und damit habe ich euch schon so gut wie alle Regeln erklärt. Jetzt ist natürlich die Frage, wer gewinnt denn dieses Spiel? Die Aufgabe ist klar, man muss mit seinem Spieler von dem Basiscamp aus den ganzen Weg zum Gipfel klettern. Und der Gipfel ist wirklich das oberste Feld hier oben auf diesem Dreieck. Wenn man oben angekommen ist, darf man hier sein Fahnenplättchen hier oben hissen, dass man auch weiß, dass man da oben war. Aber dann muss man auch den Weg wieder zurückschaffen. Das heißt, das Spiel gewinnen alle, zumindest im kooperativen Spiel, alle gewinnen zusammen, wenn es mindestens ein Spieler schafft, heil zum Gipfel und heil wieder ins Basiscamp zurückzukommen. Ich finde das natürlich immer ein bisschen schwierig, weil das heißt ja auch, dass auch einzelne Spieler sterben können. Hauptsache einer schafft es und dann haben es alle geschafft. Also wir versuchen es natürlich alle zu schaffen, aber tatsächlich, wenn ein einziger Spieler dabei ist, der den kompletten Weg vom Basiscamp zum Gipfel und zurück gesund und munter schafft, dann hat das ganze Team in Summe gewonnen. Das reicht ja eigentlich schon als Zielsetzung, aber es gibt noch eine zweite Zielsetzung. Es gibt da nämlich auch Punkte, die man vergeben kann. 5 Punkte bekommt jeder Bergsteiger, der überlebt hat. 3 Punkte bekommt jeder Bergsteiger extra, der es tatsächlich auch bis zum Gipfel und zurück geschafft hat. Dann bekommt man einen Punkt für jede übrig gebliebene Gesundheit. Also jeder schaut, wie viele Gesundheitspunkte hat er noch. Und das gibt es noch an Punkten. Und wenn man noch mit Tageszeit gespielt hat, nimmt man die Stunden, die man insgesamt für die ganze Klettertour von unten nach oben und zurück gebraucht hat, zieht das von 24 Stunden ab. Und die Stunden, die übrig bleiben, werden auch nochmal als Punkte dem Punktekonto gutgeschrieben. Dann gibt es einen Strich unten drunter, man zählt alles zusammen und dann hat man auch einen Punktestand, mit dem man dann auch noch eine Zahl hat, um zu sehen, wie gut man denn jetzt das Spiel Gipfel abgeschlossen hat. Gipfel, Aufstieg in eisige Höhen, das Bergsteigerspiel. Was denken wir denn jetzt über dieses Spiel? Tatsächlich sind wir von diesem Spiel sehr begeistert. Also unabhängig davon, dass ja die Grafik, das Spielmaterial, alles wirklich hochwertig gemacht ist. Die ganzen Pappteilchen sind richtig cool produziert, auch fasst sich alles toll an. Die Grafik ist toll, diese Spielertableaus, die man bekommt, die sind ja sowieso brillant. Also ich mag das ja immer sehr, wenn man so Ausbuchtungen hat, in die man seine Steine einlegen kann, weil ich bin ja doch relativ schusselig, komme da öfter mal hin und bei manchen Spielen fällt dann alles durch die Gegend, hier nicht. Die Sachen liegen fest in ihren Buchten, die Logik, mit der man diese einzelnen Anzeigen bewegt, wie das alles miteinander zusammenhängt, ist wirklich brillant. Also man merkt,
dass wirklich sehr viel Hirnschmalz in dieses Spiel eingeflossen ist. Und die Tatsache, dass man das alleine genauso gut wie miteinander, genauso gut wie gegeneinander spielen kann, das ist wirklich klasse. Man kann den Schwierigkeitsgrad leicht einstellen über mehrere Stellrädchen. Und tatsächlich, die Thematik des Bergsteigens wird in diesem Spiel super umgesetzt. Also hört schon, wir sind wirklich begeistert von diesem Spiel. Beide Daumen hoch, unbedingte Empfehlung von Michael Will Spielen für Gipfel. Holt's euch, ihr werdet damit einen sensationellen Spieleabend haben. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr diesmal wieder dabei wart. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu klicken, damit ihr immer informiert werdet, wenn es von uns was Neues gibt. Und bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer ein schönes Spiel.